Mein Name ist Dr. Markus Keller. Ich bin Ernährungswissenschaftler und befasse mich seit über 20 Jahren in Forschung und Lehre mit pflanzenbasierter Ernährung. Als Lehrbeauftragter an der Wilhelm-Büchner-Hochschule bin ich verantwortlich für den neuen Schwerpunkt nachhaltige Ernährung. Hier möchte ich Ihnen zeigen, warum das wichtig ist und was Sie in den Modulen erwartet. Müssen starke Männer Fleisch essen? Stirbt für Tofu der Regenwald? Und weinen Pflanzen, wenn man sie isst? Mit diesen und weiteren Mythen wollen wir aufräumen. Wir stehen aktuell vor großen globalen Herausforderungen. Wenn alle Menschen so leben und sich so ernähren würden, wie wir das in Deutschland tun, bräuchten wir heute drei Planeten. Nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel. Etwa 25% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland entstehen im Ernährungsbereich. Das liegt vor allem am viel zu hohen Konsum tierischer Lebensmittel. Die heutige Nahrungsmittelproduktion gefährdet die globalen Süßwasserreserven, belastet Luft und Böden und auch die Artenvielfalt geht dramatisch zurück. Seit einiger Zeit steigt die Zahl der hungernden Menschen weltweit wieder an. Können wir es dann verantworten, dass wir einen großen Teil der global verfügbaren Kalorien an Tiere verfüttern, obwohl wir dieses Getreide, Soja und andere Hülsenfrüchte auch direkt für die menschliche Ernährung nutzen könnten? Es ist also nicht egal, was wir täglich auf unsere Teller legen. Nachhaltige Ernährung wirkt sich in allen Dimensionen positiv aus. Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und auch in der Kultur. Der Bachelorstudiengang Lebensmittelverfahrenstechnik wird im Fernstudium der Wilhelm-Büchner-Hochschule angeboten. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Die Links zur Anmeldung finden Sie hier, hier und hier.